Liebe Gemeinde, einen unrealistischen Text gibt es heute als Grundlage der Predigt zu hören. Ich lese aus dem Jesaja-Buch im 29. Kapitel. Überschrift: Neue Einsicht und Gerechtigkeit für alle. Nicht wahr? Es dauert nicht mehr lange. Dann wird das Libanongebirge zu fruchtbarem Land. Das ist so dicht bewachsen wie ein Wald. Dann können diejenigen, die taub waren, wieder hören und die Worte des Buches verstehen. Die Blinden können wieder sehen und werden aus Dunkelheit und Finsternis befreit. Die Erniedrigten haben ihre Freude am Herrn. Die Armen jubeln über den Heiligen Israels, denn es ist aus mit den Gewalttätern. Die Schwätzer sind am Ende. Vernichtet sind alle, die Böses im Sinn hatten. Niemand verleumdet mehr andere vor Gericht oder stellt dem eine Falle, der im Tor Urteile fällt. Keiner bringt den Unschuldigen grundlos um sein Recht. Darum spricht der Herr, der Abraham befreit hat, zu den Nachkommen Jakobs: Jetzt braucht sich kein Israelit mehr zu schämen. Niemand muss mehr blass werden vor Schreck. Wenn Sie die Kinder sehen, die ich Ihnen schenke, werden Sie meinen Namen heilig halten. Sie werden den Heiligen Jakobs heilig halten und den Gott Israels verehren. Dann kommen die Verwirrten zur Einsicht und die Aufsässigen lassen sich belehren. Amen. Drei Sätze nimmt man noch auf, so ging es mir zumindest. Dann war meine Aufmerksamkeit vor lauter rosaroter Zukunftsprognose dahin. Zu viel Weichzeichner. Vielleicht wünsche ich mir eine solche Zukunft, aber realistisch und glaubhaft ist das alles nicht. Auch das Libanongebirge leidet unter dem Klimawandel. Die Armen jubeln nicht, sie stöhnen über Inflation und Preisanstieg. Es steht auch nicht zu erwarten, dass die Bösen zeitnah vernichtet werden. Putin hält sich, die rechten Verführer sind pausbäckig und frech. Nein, ist nicht mein Text. Cut. Nikolaikirche, Hamburg. Der Turm, der fünfthöchste Kirchturm weltweit, ist Ruine. 1943 zerstört, Bombenkrieg, Operation Gomorra. Unten drin in der Krypta ist heute ein Museum. Es zeigt die Trümmer, den Feuersturm, die Leichen. Hamburg ausgetilgt. Irgendwann musste ich beim Besuch abbrechen und ich bin nicht zart beseitet. Diese Bilder und Texte waren in der Masse zu realistisch. Auf dem Weg nach Hause verschwimmen die zu realistischen Bilder aus der Nikolaikirche und der unrealistische Predigttext. Ich denke, die Menschen damals, kurz nach dem Feuersturm, wussten nicht, was kommen würde. Sie saßen fest im Elend, sie waren am Ende, aussichtslos. Wenn sie gewusst hätten, was alles kommen sollte, Marshallplan und Schokolade, Coca-Cola und Kaugummi, deutsch-französische Versöhnung, Adenauer und de Gaulle, Wirtschaftswunder, halbstarke VW Käfer, Kniefall in Warschau, Mauerfall und Wende, Sekt in der Nacht zwischen Trabis. Hätte man ihnen inmitten der rauchenden Trümmer und zwischen Verwesungsgestank diese Zukunftsbilder präsentiert, dann hätten sie höchstwahrscheinlich den Kopf geschüttelt. Unrealistisch, absoluter Quatsch. Von daher, einfach abtun kann ich diesen Predigttext nicht. Was so unrealistisch daherkommt, könnte irgendwie wahr werden. Das alte, kaputte und das neue, wieder aufgebaute Hamburg zeigen, eine frappierende Veränderung ist möglich. Wahrscheinlich sogar. Die steht doch in den Geschichtsbüchern und im Museum gibt es Bilder davon. Wie auf einmal der Schrecken hinter den Leuten liegt und sie wieder freikommen. Eine frappierende Veränderung ist möglich. Das liegt an Gott, der der Herr der Geschichte ist. Unser Herr ist groß und voll Kraft, sang der Psalm zu Beginn. Es ist eine Dynamik in der Weltgeschichte am Werk, die Unverrückbares umwirft, die Feststehendes locker macht, die Bosheit
umqualifiziert und Katastrophen neu wendet. Eine frappierende Veränderung ist möglich und wirklich. Man kann auf das wiederaufgebaute Hamburg blicken oder auf Jesus Christus. Eine matschige, leblose Leiche wurde ins Grab gelegt. Lebensende, Weltende. 3 Tage später gab es eine Auferstehung in Kraft. Bilder des vollen Lebens, die sich den Jüngern imponierten. Für diesen Umschlag ins Heil, für diese Veränderung der katastrophalen Fakten steht auch Jesus Christus. Ich kann also so einen Text wie den von Jesaja voller utopischer Bilder, voll heller Zukunft und leichter Seelen abtun, nicht von dieser Welt. Ich kann ihn aber auch als Ausrufungszeichen nehmen. In dieser Welt ist mehr Bewegung, als du denkst, mehr Veränderungspower, als du dir ausmalen kannst. Diese weltumstürzende Bewegung in der Welt kommt von Gott. Gott wirbelt die Verhältnisse durcheinander. Es ist neben allem anderen auch eine Liebe in der Welt wirksam, die diese Welt liebevoll anschiebt, leidenschaftlich umgreift und einfach besser macht, zurecht liebt. Davon spricht Jesaja in poetischen und kraftvollen Bildern. Die folgenden Bilder gefallen mir am besten. Es dauert nicht mehr lange, sagt der Prophet zu Beginn. Sind es noch 5 Minuten oder 1000 Jahre? Das ist relativ egal. Fest steht nur, dass Gott diese Welt nicht lässt, wie sie ist. Der Startschuss zur Veränderung wird gleich zu hören sein. Veränderung liegt in der Luft, sofort oder es ist noch etwas hin. Dann wird das Libanongebirge zu fruchtbarem Land. Das ausgemergelte Land wird wieder fruchtbar. Die Dürre ist vorbei, der Starkregen Geschichte, die Hagelkörner wieder klein. Wie das Land, so die Menschen. Jesaja sagt weiter, die Erniedrigten haben ihre Freude am Herrn. Die Armen jubeln über den Heiligen Israels. Die Armen jubeln. Die erniedrigte Frau wirft Konfetti. Der Bettler aus der S-Bahn wirft Euromünzen um sich. Ohne Schnorrersprüche. Die vergessenen Alten lachen. Die Abgehängten sind voll dabei. Übertrieben? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was unrealistisch klingt, wird plausibilisiert von einem Gott her, der die Verhältnisse durcheinander wirbelt, der die unten on the top bringt, der den aus dem Grab zum Himmelskönig gemacht hat. Ich kenne auch hier in Neuwurmsdorf genug Leute, die von diesem Umschlag erzählen könnten. Die unten kommen nach oben, die oben werden nach unten gedrückt durch einen Gott, dessen Herz für die unten schlägt. Denn es ist aus mit den Gewalttätern, die Schwätzer sind am Ende, vernichtet sind alle, die Böses im Sinn haben. Die Gewalttäter, die die Raketen in Wohngebiete lenken, die auch Kinder unter den Opfern in Kauf nehmen, die ihren braunen Dreck rauskotzen und nur zum Hass anstiften, hinweg mit ihnen. Sie sind wie die Trümmer unten, aber oben wird die neue Stadt gebaut, wie das neue Hamburg. Ein letzter O-Ton von Jesaja. Darum spricht der Herr, der Abraham befreit hat, zu den Nachkommen Jakobs. Jetzt braucht sich kein Israelit mehr zu schämen. Niemand muss mehr blass werden vor Schreck. Blass werden vor Schreck. Es ist eine andere Zeit. Das Blut wird dir nicht mehr in den Adern gefrieren. Dir wird nicht mehr schummrig. Du taumelst nicht mehr durch eine brutale Welt. Schrecken einfach passé und vorbei. Das zerstörte Hamburg wurde wieder aufgebaut, was zunächst sehr unrealistisch war. Die zerstörte Welt wird neu, verwandelt durch Gott. Heil, Frieden, Segen, das sind die neuen Zentralmächte, die neuen Großmächte. Das mag auch gerade jetzt unrealistisch erscheinen, unwahrscheinlich, unplausibel, nicht zu erwarten, höchstens vielleicht zu hoffen. Ich will hoffen für die zerschossenen Städte in der Ukraine. Natürlich sagt mir eine innere Stimme, wenn ich so auf Rettung und Veränderung hoffe, dass Hoffnung vergeblich sei. Und doch ist es die Hoffnung, die ohnmächtige Hoffnung, sie allein,
die uns überhaupt erlaubt, einen Atemzug zu tun. Danke, Jesaja, für einen solchen Text, der zur Hoffnung anstiftet. Danke, Jesaja, für solche Worte, die den Schrecken austreiben. Danke, Jesaja, für die Erinnerung, dass die Verhältnisse geändert werden von Gott her. Der ist ein großer Verwandler, Unruhestiftler, einer, der die Welt, wie sie ist, auf links dreht. Und uns mittendrin. Ich werde wieder mutiger. Amen.